Hatte ein Eisen. Ja. Okay. Gib ich dir jetzt wieder. Egal. Mach damit was. Nein! Nein! Warum klicke ich auch links und nicht rechts? So, ich packe jetzt mal hier in diese vermoderte Truhe diese Tissue Samples, also die Boss Drop sozusagen rein. Mhm. Den anderen, keine Ahnung, Krabben. So, das. Das, dahin, sehr gut. Also, wir sollten mehr von dieser Crimtain Ore sammeln. Ja, das heißt, wir müssen Bosse schnetzeln. Ja, in irgendeiner Form. Ob wir nur das iPhone. Nee. Das iPhone Cthulhu haben wir. Doch, das iPhone Cthulhu können wir killen. Oder wir können Meteoriten suchen. Können wir auch tun. Oder wir können Meteoriten suchen. Aber dafür brauchen wir auch eine bessere Spitzhacke. Ich habe eine Goldspitzhacke. Ich kann Meteorit umhauen. Okay. Aber da verbrennen wir halt nur ein bisschen aufpassen. Da gibt es auch solche Meteoritviecher und so. Ja, ich weiß. Da bin ich schon dreimal dran krepiert. Also ich gehe mal nach rechts und guck mal, ob ich ein Meteorit finde, würde ich sagen. Oder willst du jetzt erstmal Bosse hauen? Was ist wichtiger? Na, die Meteoritrüstung kannst du, oder mit Meteorit kannst du ganz coole Sachen bauen, sowas wie Laserschwerter und sowas. Beziehungsweise kannst du dann ein Fernkampfset bauen, was keine Munition und kein Mana kostet. Ja, können wir machen. Also, wäre vielleicht was für dich. Ich gehe erstmal gucken, wo der Meteorit ist, vielleicht finde ich ihn ja. Ja, ich gehe dann wahrscheinlich in die andere Richtung. Okay. Lass uns ein bisschen Vorsprung da, weil ich kann mich ja halt zurück teleportieren. Ja. Och, blöder Wix-Zombie springt ihm halt voll in den Weg. Superman-Zombies. Und Krankenschwestern-Zombies, echt lustig zu Halloween. Achso, ja, stimmt, ja. Wie gesagt, ich hab meinen Server sozusagen mal auf Halloween gestellt. Mhm. So, just for fun. Warum nicht? Huch, ich sollte mir meinen. Ach, hier war schon, hier war das Eisbiom. Oder eins der Eisbiome. Mit Crimson überlappend. Eskimos! Wie war eigentlich dein Weihnachten? Was hast du denn so bekommen? Ich hab. Ja, gut, mich größtenteils, sag ich mal. Mehr oder weniger selbst beschenkt, aber. Ansonsten. Ein paar Kleinigkeiten, sag ich mal. Ist das jetzt ein Geheimnis oder darf man fragen, was du dir selbst geschenkt hast? Nö, kann man ruhig fragen. Ich hab mir eine 40 Zoll Glotze geleistet. Uhu. Ja, und. Und mein Tab müsste dann, also ein Tablet müsste dann auch irgendwann noch demnächst kommen. Okay. Was denn für ein Tablet? Bin ich mir noch nicht sicher. Ach so. Aber du weißt, dass ein Tablet sei so sehr gut. Ja, gut, ich werde auf keinen Fall eins von Apple nehmen. Ich habe den Meteorit gefunden. Ist ja nur 5000 Meter weg. Also ich hab zumindest einen Meteorit gefunden, ich weiß nicht, ob wir mehr als einen haben, ist ja schon eine Weile her, dass wir gespielt haben. Lass mich jetzt einfach von Monstern. LOL. Ich hab ein bisschen wenig Leben, habe ich gerade gemerkt. Um dich von Monstern schnetzeln zu lassen, oder was? Das ist ein bisschen wenig Leben. Nee, ich meine, ich wollte gerade mich schlagen lassen, damit ich schneller rennen kann. Und wie waren denn deine Feiertage so? Auch eigentlich ganz entspannt. Freundin war hier. Von daher. Wirklich. Alles entspannt. Das ist irgendwie. Gerade extrem nervig hier. Nur ein bisschen laut mit meiner Familie, weil. Viele Kleinkinder und so inzwischen in der Familie. Nee. Da ist immer. Durcheinander. Ja, ich war während den. Während Weihnachten. Auch im Urlaub bei meiner Mutter in Nordrhein-Westfalen. Das ist natürlich cool. Da entspannt sich natürlich viel besser. Ich muss mich hier gerade mal ein bisschen konzentrieren, ja. Wegen dem Feuerschaden durch den
Durch die Meteoriten. blöden Meteoritenblöcke, genau. Nicht ganz so einfach abzubauen. Nee. Die machen halt auch 34 Schaden, die Viecher. Boah. Die machen richtig krass Schaden. Das ist unglaublich. Gerade mit Tanksenrüstung machen die richtig fett Schaden. Oh, 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 oh. Erstmal eine Heilung nehmen. Einmal kurz nicht aufgepasst und trotz Heilung nicht auf vollem Leben. Das ist so böse. Okay, 3000 noch. Ich meine, ich kann hier so Geld farmen. Auch eine Möglichkeit. Ach lol, runterfallender Sand verletzt die, aber die können durch die Blöcke laufen. Ja. Diese Logik. Sehr geil. Hey, warum mache ich denn so viel Schaden? Oh, oh, Sand, der runterfällt. Hm, sehr interessant. Ja. Ja, Spiele müssen nicht logisch sein. Nö, nö. Bumm. Aber ich one-shotte die auch mit meinem Dingens hier. Mit meinem Superschwert. Okay. Yay. Oh, es kommt Wasser. Ist ja der Meteorit kälter? Ne, Meteorit auskühlen? Nee. Nee, kann er leider nicht. Das wäre echt lustig. Ja, dann wird es zumindest wenigstens mal sagen, dass man sich wenigstens beeilen muss, wenn das Ding kommt. Wieso? So ist es ja in Minecraft, in Hexit. Ich kenne Hexit leider nicht. Ich habe mich auch heute zum ersten Mal damit beschäftigt. Ist das jetzt mehr Terraria oder mehr Minecraft Hexit? Minecraft. Also 3D oder? Wie meinst? Naja, das ist ja jetzt gerade 2D, was wir hier spielen. Ich wollte wissen, ob das dann auch 3D ist wie Minecraft oder 2D wie Terraria. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber 3D Terraria wäre ein bisschen komisch, oder? Naja, Terraria 2 soll zumindest so ein 2,5D sein. Also schon 2D, aber mit 3D-Grafik. Okay. Au. Huch. In der Wüste ist er gelandet. Jo. Oder am Strand. Nee, Wüste ist es glaube ich schon, oder? Bin hier gerade dabei, mich irgendwie daran zu arbeiten. Schon erfolgreiche Unternehmungen. Wow. Das ist ja Sand. Ja. Na, irgendwie muss ich mir ja drauf arbeiten. Ich kann ja schlecht drauf stehen. Ja. Das ist Sand. Andere Variante hatte ich gerade nicht, mich da drauf zu stellen. Außer Holz. Pass auf, das ist wirklich Sand. Kannst du es doch abbauen? Ja, ich habe jetzt auch eine Gold. Ach so. Würde mich gerade schon wundern. Ja, Meteoriten. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon brauchen, um so eine Rüstung plus die passende Waffe zu erstellen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Du. Buddeln und Minen, Meteorit abfarmen. Sterbt.
Au! Den hab ich irgendwie nicht gesehen. Den hab ich auch nicht gesehen. La la la, voll konziert und nicht gesehen. Alter. Da ist wieder so ein Vieh. Geh weg. Achtung, über dir ist einer. Und unter mir auch. Der geht auch für dich. Der geht auf mich. Stürbe. Sag mal, zockst du eigentlich auch Hearthstone? Ah, von dem Spiel habe ich gehört. Bin ich nämlich gerade ein bisschen. Das fand ich recht interessant. Bis zum 6. Januar kannst du dich noch für die Beta anmelden. Ich dachte, das war eine Closed Beta. Ja, kannst du dich trotzdem für anmelden. Okay. Kannst du sozusagen bewerben dafür, für die Closed Beta. Ja, ich habe heute schon wieder, ich weiß nicht, warum ich die in letzter Zeit so übelst aufkriege, schon wieder ein Closed Beta Key bei YouTube als PN bekommen. Für irgendein Spiel. Aha. Ein Closed Beta Key. Ja, warum auch immer. Weißt du denn, was für ein Spiel das ist? Es ist so. Ist wie Grid, nur halt mit so Space Shuttle mäßig. What the fuck? Ja, es ist ein Rennspiel mit Space Shuttle halt. Das ist nichts Besonderes. Ich find's eher sogar ein bisschen ziemlich kacke. Hast du es gespielt, ja? Nee, ich hab's noch nicht gespielt, aber ich hab mir die Seite angeguckt. Einmal drüber springen. Okay, weiß nicht. Ich fand der Starborn jetzt auch vom Anschauen auch ziemlich meh. Ah. Muss ich ja mal sagen. Trotzdem zocken ja, alle wie verrückt. Ich ehrlich gesagt nicht. Ich find's nicht so super. Ich finde die Animation halt schrecklich, also. Gerade wenn ich die Animation mit Terraria und so vergleiche, finde ich die irgendwie alle ein bisschen cooler geworden. Ja. Ja, also ich sehe es nicht ein, warum ich so viel Geld für so ein Spiel ausgeben soll. Ja, das wird auch noch irgendwann für 2,50 oder so bei Steam Sale sein. Ja, genau. So, ich habe 230 Brocken. Das sollte auf jeden Fall für eine Rüstung reichen. Ich werde gleich mal. Wahrscheinlich gleich mal nachgucken müssen, wie das mit Dingens aussieht. Okay, warte, dann komm mal her, dann gebe ich dir mein Meteorit auch noch voll. Blablabla. The Green Team. Okay, das war 180 oder sowas. 109. Okay, bin ich jetzt mal weg. Jo. So, am Einschmelzen. Meteoritblöcke, ich habe auch ein Kaktuszeug mitgenommen. Ja, 99 Meteoritblöcke voll. 99 und 14. So, genau, die Space Gun ist das. Die kann ich schon herstellen sogar. Cool. Ich habe 14 Sterne, what the fuck. Okay. Und dann noch die komplette Meteorit-Suit sozusagen dazu. Also die Space Gun braucht nämlich normalerweise 8 Mana. Macht 18 Damage. Aber wenn du halt den kompletten Meteorit-Anzug trägst, dann verbraucht die Space Gun keinen Mana. Okay. Es ist ziemlich nice und ziemlich stark am Anfang. Da könntest du mir dann vielleicht die Brustplatte zurückgeben, die du vorhin bekommen hast. Das könnte ich machen. Da stell ich schon mal die Space Gun her. Ach. Teleporter OP. So. Und das andere sollte auch auf jeden Fall reichen. Zack. 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 Reicht aber genau dafür. Für mehr nicht. Naja, passt doch. Oder mir fehlt irgendwas anderes. So, Meteoritzeug packe ich mal auch mit hier rein. Warum haben wir eigentlich Ach, du hast Dämonitbahn. Ja, ich hab den mitgebracht. Die kannst du aber auch wieder mitnehmen, also mit denen können wir ja nichts anfangen. Hier ist noch eine Katzenmaske. Die war doch von dir, oder?
Ja. Pumpkin Breastplate, die Katzenmaske tun wir mit zu dem restlichen Verkleidungszeug. Da ist noch ein ganzes Katzenkostüm eigentlich. Hm, komisch. Okay. Mach mal den Goodie Bag auf. Oh, ein Vampir. Vampir-Outfit war drin. Haben wir, glaube ich, schon eins? Nee, wir haben ein Grim Reaper-Outfit. Ah, okay. Sehr gut. Und ein Geister-Outfit haben wir auch noch. Welche Grafik hat das jetzt nochmal geholt? 760, Nvidia 760 GT, also die GTX-Dinger da. Mhm. Die ist halt einfach mal um die 50% schneller als meine vorherige Grafikkarte und dadurch wird mein Prozess auch besser genutzt. Sprich, ich habe irgendwie Leistungszuwachs von, ich glaube, 70% oder so. Ja, ist richtig krass. Also ich hatte ja einen richtig guten Prozessor und so und das merkt man dann schon, wenn das wieder passt. Mhm. Ich hatte ja auch am Anfang irgendwie so eine No-Name-Halb, weiß dass ich Grafikkarte mit 1 GB DDR5, glaube ich. Da war eigentlich ganz okay, konnte man alles jedenfalls mitspielen. Aber als ich dann auf die 77 umgestiegen bin, ist das kein Vergleich gewesen. Aber No-Name, du meinst jetzt von einem komischen Hersteller, weil es nur alle Radeon und Nvidia. Und ja, war eine Radeon, aber ich habe nicht mal eine genaue Modellbezeichnung rausgefunden. So, ich bin übrigens da, um dir das Zeug zu geben. Ach, du brauchst die Brustplatte, gell? Jo, dann irgendwann. Moment, die Waffe fehlt noch. Jetzt hast du alles. Oh, ich hab sie dir gegeben. Achso, cool. Ja. Du kannst erstmal anlegen, ich versuche dich zu verteidigen. Okay. Oh, noch ein Goodiebag. Cool. Brauchen wir dafür Munition eigentlich? Nee, die verbraucht Mana und wenn du das komplette Set anhast, brauchst du keinen Mana. Deswegen, du kannst einfach rumballern, wie du willst. Das ist ja das Lustige an dem Set. Und wie gesagt, Fernkampf und so. Du musst aber noch treffen. Ah, ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Ja, ich habe meinen Roboter wieder. Sehr gut. So, und als nächstes jetzt ein paar Bosse klatschen. Jo, genau. Damit ich auch mal dann das andere Set sozusagen voll krieg. Ja. Können wir vielleicht ein bisschen aufteilen, dass du sozusagen Fernkämpfe machen, ich so ein bisschen auf Nahkämpfer gehe. Okay. Wir wollen immer den komischen Goblin-Typen, will ich eigentlich immer noch finden. Ich will nicht meine Rocket Boots haben. Verdammter Mist. Ich flog gerade einen Schuss über mir drüber. Ui. Genau hast gesehen. Du ganz zufällig noch einen Mana-Stern? Ich habe ja noch 12 Sterne. Ich kann genau noch einen Mana-Stern nehmen, den kann ich mir mal craften und benutzen. Oh. Hallo? Benutzen? So, jetzt habe ich 200 Mana und mehr geht nicht. Oh, okay. Wieso? Weil ich noch einen übrig habe. Hast du auch 200 Mana oder was? Nee, ich habe 60. Ich tue hier mal die. Wobei, ich kann das vielleicht direkt mal so machen. Hier, komm her. Ach, okay. Jetzt habe ich 80. Keine Ahnung, wo ich den Mana-Stand hin tue. Warum haben wir den ganzen Eisenquatsch hier aufgehoben, ey? Also die ganzen Eisen, Axt und Pickaxe und Kram und so. Achso, du meinst jetzt da, wo wir gestorben sind? Ja! Eisenschurz, ich schmeiß jetzt alle weg, ey. Das ist übelst viel Kram. Case Broadsword, das kann ich gleich mal aufheben, aber die Eisen-Pickaxe brauchen wir auch nicht. Und den Baukram, so Holz und so, tue ich immer hier drüben rein. Jo. Oder auch nicht. Ich dachte, ich tue es hier drüben rein. Naja, ich tue es hier drüben rein. So. Jetzt geht mein Defense zwar um 1 runter. Ja, ich muss noch warten, bis ich den nächsten Teil krieg, damit mein Defense nicht runtergeht. Ja, ist ja noch. Ach, das kann man sogar gedrückt halten. Aha, interessant. Da kannst du lustige Sachen mitmachen. Ich muss irgendwann noch sortieren hier. Kaktus, dahin. Hab ich noch was? Das hier hin, Quickstack.
So, Roboter-Outfit gibt's auch noch jetzt. So. Sticky Bombs. Yo. Ist das erstmal so weit. Crimson Rod? Warum haben wir den Crimson Rod? Das ist so ein Zauberstab, den hast du, glaube ich, mal bekommen. Wenn ihr mich nicht alles täuscht, das macht so eine komische, blutige Wolke. Die macht Schaden, also die Tropfen machen Schaden. Okay. Das ist gegen den Boss gar nicht so schlecht. Ach so, aber gibt immer nur eine gleichzeitig. Ja. Okay. Das wäre sonst übel, so einen ganzen Bereich voll Spam. Kommt doch. Es hält doch eine ganze Weile. Nee, ja, rechts, links, oben, unten. Mir egal. Ja, gut, Gebäude links, würde ich sagen. Ja. Der Grim Reaper ist auf dem Weg. You. Ich habe eine Riesensense. Mich kann keiner töten. Genau. Mach immer so ein paar. Ups. Auch. Ja, man sollte doch treffen. Man sollte ja echt treffen lernen. Meine Fresse. 5 Sterne gebraucht jetzt irgendwie für ein so ein Vieh. Da springt's! Okay, du machst jetzt oben nicht Schaden. Ja, macht schon ordentlich was. Überleben? Nee, du hast immer noch die bloß. Ach nee, das ist ja Meteoritenrüstung. Da sollst du jetzt auch ein bisschen länger überleben als zumindest mit deiner Rüstung vorhin. Ja, aber der hat mich da unten auch so festgekrallt und ich konnte einfach nicht weg. Ich weiß. Das war so kacke. Noch einen Stern bekommen, der Alex. Ja. Brauchst ja auch so dringend. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen oft Sterne gefunden. Gesammelt, was auch immer. Ja. Hui. Wie gesagt, hier drüben ist auch noch so ein Ding. Also zwei Bosse müssen wir noch beschwören können, denke ich. Wir haben auch noch die andere Crimson noch. Bist du schon unten? Ja. Bleib mal dort. Ja. Ich versuch dann mal irgendwie. Ich spreng das hier erstmal. Dann versuche ich noch rüber zu kommen. Das ist glaube ich schon bei dir, oder? Ja. Ja. Das ist wirklich jetzt ziemlich nice für dich. Ist ja nur zum Einsammeln, da würde ich sagen. Wow! Geh weg! Oh, fuck, ey. Leben. Uhuhuhu. Muss man zuerst diese kleinen Dinger töten? Ja, und dann geht das Ding in Enrage und dann geht's auf und dann muss man das Vieh richtig töten. Das hat aber nicht so viel Leben. Das hat ja gar nichts an Leben. Nö, deswegen ja, das war auch dann bei mir ziemlich schnell tot, obwohl es mir ordentlich Schaden gemacht hat. Das ist nicht so schwer, der Boss, finde ich. Ich finde den Feldfresser deutlich schwieriger. So, 65 Crimtain Ore. Oh, ich habe eine Trophy gekriegt zum Ausstellen. So, ich geh mal gucken, ob ich nochmal so ein Ding beschwören kann, ja? Ja. Hier ist nichts mehr. Da drüben war auf jeden Fall noch eins. Hier hinten. Da hinten war ich ja gerade. Achso. Boah, hier geht's nicht nur. Die nächstbeste Variante.